getting a lot of sleep so far on this trip. I'd have woke you, but you look so peaceful with your face in the sand. Danke. Danke, dear. Der Stamm war ja auch so erholsam, ne? Der streicht sich mit den Fingern durch sein Haar und klärt ein Büschel Seegras, das sich darin verfangen hat. Er sieht es sich genauer an und wirft es dann in den Sand. Aber das mag ich so an Edea. Die Situation kann noch so beschissen sein, er versucht trotzdem einen zum Lachen zu bringen. If you're worried about the ship, you can stop worrying. It's wrecked right over there. Er zeigt auf die Defiant, die man von eurem Standpunkt aus ohnehin kaum übersehen kann. Ja, also ums Schiff geht's mir jetzt eigentlich nicht so sehr, mehr so um die Leute. So far it's just you and me and the chair lady over there. Na gut, dass wir alle an derselben Stelle rausgekommen sind, wie auch immer sie hierher geschwommen ist. Der nickt in Richtung von etwas weiter drüben am Strand. It's a relief to see you awake, my lady. I worried you were in for another long sleep. Deine Burgvogtin scheint zwischen Felsen eingeklemmt zu sein, dennoch ist ihr Tonfall erfreulich aufmunternd. Also, das besser sie ist zwischen Felsen eingeklemmt als irgendwelche meiner Seeleute, ne? Uff, was ist hier eigentlich passiert? Ich würde sagen Sturm und wir sind auf Grund gelaufen. Wo sind wir? Ich hasse Schiffe. Das wäre so im Real Life meine Antwort, weil ich wirklich also ich werde schon bei Tretbooten seekrank. Ohne Scheiß, wirklich so. Allerdings, Lynn ist ja hier aufgewachsen. Die war vermutlich schon keine Ahnung, wie oft auf einem Schiff. Also würde sie keine Schiffe hassen. Und das wäre eine schlechte Grundvoraussetzung für dieses Spiel, wenn man Schiffe nicht rein kann. Und leicht seekrank wird. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich habe ja in der Zwischenzeit nicht so viel mitgekriegt. Don't know, but it's real pretty. Wow, wenn man das Schiffswrack und die Leichen nicht mitzählt, das ist real pretty, ja. Difficult to say for certain. The dead fire is spotted with islands, some quite small. The good news is that if the storm hasn't spun us round entirely, I'd say we're in charted waters. I believe the Valian Trading Company operates in the region. Spotted with islands, das ist die Definition von einem Archipel. Danke auch. Hilfreich. Hence that little visit from that wretched pirate captain. Na dann mal los. Was tun wir jetzt eigentlich? Können wir das Schiff zusammenflicken? Nach Barrowthorpe, bekomme ich hier mal Hilfe? Können wir das Schiff wieder ganz machen? I'm afraid I won't be much assistance in that regard. And not to doubt Master Adair's capacity, but even he would need supplies. Aber ich finde es süß, dass sie ihm zutraut, dass sich der ganz allein im Schiff wieder zusammenklappelt. That's true. Steak especially. Okay. Kommt auf die Einkaufsliste. Patching the hull is only the start. You're going to need help getting the Defiant out to sea again. And a crew, for that matter. Man sieht nicht so richtig, wie süß Sid gerade ist. Aber immerhin, er ist in der Catcam. Das ist ja schon mal etwas. Ja, eine Mannschaft wär hilfreich. Das stimme ich dir zu, ja. Let's see about the other survivors. And somehow we gotta get the ship repaired. I don't wanna be paddling out of here on a salvage raft. Ja, das wäre schön peinlich. For now, I'd say your best bet is to find some sign of civilization. If nothing else, we may be able to hire on a shipwright. Mhm. My lady, if it is not too taxing, could you explain how it came to pass that you were returned to us? Meine Seele ging in das Beyond über und Barrowthorpe stellte mich vor die Wahl, finde Aethas oder stirb. Ja, das trifft zu. Barrowthorpe hat mir eine heilige Pflicht auferlegt. Ich soll Aethas für die anderen Götter jagen. Ja, weil ich ja so gerne tue, was die Götter mir sagen. Stellt sich heraus, dass die Götter keine Ahnung haben, was Aethas tut. Also haben sie mich zurückgeschickt, um es herauszufinden.
Ja, weil die Götter haben wir immer keine Ahnung. Die sind ja immer planlos. Dramatisch die Augen zusammenkneifend auf den Ozean hinausstarren. Ich bin zurückgekehrt als der Herold von Barad. Ich habe die spezielle Mission, Eärthas aufzuspüren und Erfahrung zu bringen, was seine Pläne sind. Ja, also die Götter sind planlos wie immer und deshalb darf ich jetzt rausfinden, was hier abgeht. Yay. Could be they're just not dumb enough to get in Aethys's way up here. Hast du gerade gesagt, dass ich dumm genug bin, Eärthas in die Quere zu kommen? A perilous endeavor indeed. Castle or no castle, you are still my lady, and I will aid you to the best of my ability. Wie hast du das im Sand liegend vor? Well, I suppose we better get a move on. Gehen wir? Ja, das muss ich alleine erledigen. Ja, man kann natürlich auch, um sich eine extra Challenge zu machen, versuchen, das Spiel ganz alleine zu spielen und nie Companions aufzunehmen, was natürlich unfassbar dumm ist. Also ja, lass uns gehen. Genau, jetzt haben wir das erste Mal die Auswahl, als was wir ADR spielen wollen, als Fighter, Rogue oder genau, Multiclass, die Kombination daraus. Multiclass-Charaktere werden nicht für neue Spieler empfohlen. Ehrlich gesagt, Multiclass-Charaktere würde ich nie empfehlen. Man kriegt gerade bei den Companions, die man früh trifft, kriegt man viel Kombinationen mit Rogue angeboten, aus irgendwelchen Gründen. Aber da ich selbst immer Rogue spielte, brauche ich das nicht. Und ich bleibe gerade bei den Charakteren, die ich von vorher kenne, gerne bei den Klassen, mit denen ich sie halt schon kenne. Deswegen, nein, EDR hat keine Umschaltung zum Rogue gemacht, EDR bleibt weiterhin Fighter. Außerdem kann ich einen Tank gebrauchen. Ja, genau. Der geht vorne und ich nicht. Das ist wichtig. Ja, warte, ich komm gleich. Ich muss noch plündern. Das ist wichtig. Oh, ein Fisch. Ja, besser. Ja, gut, da ist nichts Besonderes dabei. Achso, ja, man könnte ja mal einen Speicherstand anlegen. Gute Idee, sehr gute Idee. Nach ihrer ungeplanten und uneleganten Landung sieht die Feind reichlich mitgenommen aus. Der Rumpf ist in einigen Stellen entlang des Kiels zersplittert und die zerrissenen Segel erinnern an deinen Kampf gegen die Piraten. Was auch immer die Piraten mit den Segeln gemacht haben. Es deckte die Feind, das von hier aus nicht in Reichweite. Das Schiff ächzt bei jeder Welle, die es trifft, wie ein gestrandeter Wal. Dennoch scheint es sich nicht weiter zu bewegen. Du kannst vielleicht hochklettern. Entweder mit Athletics, den Rumpf mit den Händen hochklettern, warum sollte man das tun? Wenn man auch Seil und Enterhaken hat. Ein gut platzierter Wurf und der Haken segelt über die Reling und krallt sich fest. Du ziehst ein paar Mal am Seil und denkst, dass der Enterhaken halten sollte. Und hochklettern. Das Seil gestaltet den Aufstieg erheblich angenehmer und schon bald kletterst du über die Reling.
looking better, Casita. That or I'm worse off than I thought. Der Schweiß auf Irenas Stirn und ihr bleiches Gesicht stehen im Widerspruch zu ihrer unbeschwerten Begrüßung. It's my leg, Matiko. It hurts even worse than it looks. Eine blutige Furche verläuft entlang Irenas Schienbein und die Schwellung rund um ihr Knie deutet auf einen bösen Bruch hin. Halleluja. Das ist übrigens auch neu. Man kann jetzt in den Dialogfenstern immer irgendwelche Sachen, die hier so markiert sind, hovern und kriegt dann einen Beschreibungstext, der entweder Hintergrundgeschichte sagt oder halt zum Beispiel in dem Fall quasi eine Übersetzung. Also gerade die Baelianer, die hier viel vertreten sind in dem Spiel, die sprechen viel ihre eigene Sprache. Daher habe ich das auch für den ersten Teil so gut gelernt. Und da kann man in den Dialogen sehr viel lernen, was welches Wort bedeutet. Ich habe das Gefühl, hauptsächlich besteht es aus Schimpfworten. Was ist passiert? Hast du sonst noch wen gesehen? Mit Survival 2. Aus Trümmern eine Schiene basteln. Ich flieg dich zusammen, so gut es geht, aber du solltest beiden so wenig wie möglich belasten. Und mit Athletics 2 halte ich fest, ich trage dich runter. Ja, das werde ich garantiert machen. Genau, das kann ich jetzt auch noch erklären als neue Mechanik. Es gibt jetzt die sogenannte Gruppenhilfe. Das heißt, dass also man hat selber so und so viele Skills und hat die gelevelt, aber in manchen Interaktionen kann halt auch die Gruppe einem aushelfen. Und in dem Fall ist es halt zum Beispiel so, dass ja, genau. In beiden Fällen, also ich habe weder Survival noch Athletics, aber Eder hat 2 Athletics und hat 3 Survival, deswegen kann ich den Check machen und mir da quasi von ihm helfen lassen. Also er macht die Arbeit und ich stehe daneben in dem Fall. Und so kann man dann halt, wenn man selbst in irgendwas nicht gut ist, kann man dann halt sich ein bisschen aushelfen lassen und andere Leute fragen, zum Beispiel auch, keine Ahnung, sowas wie Hintergrundwissen. Ich habe, keine Ahnung, nur so ein bisschen Geschichtsbücher gelesen, aber ich habe irgendwie 2 schlaue Companions dabei, die sich damit auskennen und deswegen kriegen wir das zusammen rausgerätselt, wie das jetzt historisch war. Oder manchmal kann man auch tatsächlich aussuchen, dass jemand anders einen Check machen kann. Das war, glaube ich, nur in geskripteten Interaktionen. Da kannst du dann zum Beispiel sagen, ich habe keine Ahnung von Religion, aber ich habe doch hier einen Priester oder sonst was dabei. Du kennst dich doch mit Religion aus. Erzähl mal, was das für eine Gottheit darstellen soll oder so. Aber fragen wir erstmal, was ist eigentlich passiert? I was a stubborn Pastenaga. I was trying to fasten this mess down when we struck shore. Barrel rolled right over my leg. Genau, eine Pastenaga ist eine Karotte und das deren Äquivalent für Idiot. Das ist das, was die Pelagina immer gesagt hat, wenn sie sich selbst angezündet hat. Dann hat sie immer was von Pastenagos erzählt. Everything we've been through and I'm nearly done in by a cask of rum. Weil dann hast du wenigstens noch was Gutes zu trinken. Ist doch immerhin etwas. Hast du noch sonst noch Überlebende gesehen? Funny thing, it's hard to see much from the underside of a barrel. Echt? Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, Eder, baut der Dame doch mal aus den Trümmerteilen eine Schiene und dann soll sie ihr Beinchen schonen. I wasn't planning on going for a run, Casita. Ich würde mal schätzen, dass das extra so gewählt ist, dass Eder die Checks zur Not machen kann. Ich glaube, die Developer haben sich dabei was gedacht. Irena sieht dir mit offensichtlicher Erleichterung zu. Nachdem du fertig bist, streckt sie ihr Bein vorsichtig aus. Also nachdem eigentlich Eder fertig ist, weil ich kann das ja alles gar nicht. Ah, it still hurts, but I can manage from here. Agrasima. Nee, du sollst jetzt auch nicht rumlaufen, ne? Have you found any of the others yet? Nee, noch nicht. I'll start a fire. If any of the others are out there, hopefully they'll see it and turn up. Okay.
kann mein eigenes Schiff nicht looten. Gut, dann kann ich auch wieder runterklettern. Vom Buch aus sieht die Sandbank unter dem Schiff trügerisch nah aus. Ja, eine Sandbank sollte sich normalerweise auch nicht unter einem Schiff befinden. Das ist meine Expertenmeinung. Ja, runterklettern. Eigentlich noch irgendwas dazu beizutragen, Burgfunken? Nee, gut. Gut, dass wir es geklärt haben. Oh, meine erste Heal Potion. Die rüste ich mal gleich aus. Auch hier haben wir noch rum, das ist gut. Und unsere erste verstorbene Seele. Hope the rest of those sodden bastards made it. Ja, sieht bis jetzt eher nicht so aus. Wenn ich mir angucke, wie viele Leichen hier rumliegen. Die ich gerade alle total schamlos ausplündere. Der braucht keine Potions. There must be other survivors out there. Ja, ich gehe ja schon gucken. Jetzt mich nicht. Spy, Magren hier. My flame burns yet. Vela, mein Kleiner. Oh, ist alles klar mit dem Boot? Nee, nicht so sehr, aber wenigstens dir geht's gut, Schätzchen. Is that you? Ich finde das übrigens total süß, wenn man hier seine kleine Adoptivtochter am Strand trifft. Weil, also wenn man im ersten Teil das orlanische Baby aus Twin Elms mitgenommen hat, was ich ja schon gesagt habe, ist sehr eine wichtige Entscheidung. Dann hat man sie halt adoptiert und dann hat man sie jetzt hier als, keine Ahnung, Fünfjährige quasi dabei. Ach stimmt, das habe ich noch nicht gesagt. Zwischen dem Anfang vom ersten Spiel und dem Anfang von diesem Spiel sind genau 5 Jahre vergangen. Also die Spieler haben tatsächlich das identische Startdatum in der Spielwelt, nur mit 5 Jahren Unterschied. Ja, auf jeden Fall, man hat die Kleine dann halt als fünfjähriges Kind mit dabei. Und ich muss sagen, ich habe es ja 3-mal gespielt. Einmal mit simuliertem Speicherstand, da hatte ich sie nicht. Einmal mit einem alten Speicherstand, den ich hatte, da hatte ich sie auch nicht mitgenommen, weil ich damals noch nicht wusste, dass es wichtig ist. Und jetzt, als ich das letzte Mal durchgespielt habe, hatte ich das erste Mal, dass ich einen Speicherstand genommen habe, wo ich sie halt auch adoptiert hatte. Und ich habe mich ernsthaft, sobald ich an diesem Strand war und die Kleine da getroffen habe ich mich erstmal 100% verantwortungsbewusster gefühlt, weil ich dachte, okay, ich bin Mutter, ich muss mich verantwortungsbewusst verhalten, ich muss aufpassen, dass dem Kind nichts passiert und dass ich heil hier rauskomme, damit ich mich um die Kleine kümmern kann. Also so gefühlsmäßig hat das auf mich einen großen Impact. Ja, weiter im Text. Old Engram scheint in guter gesundheitlicher Verfassung zu sein, obwohl seine gewachste Jacke durchnässt ist. Er taxiert dich mit triefäugiger Belustigung. You woke just in time for the fun. Fighting off motherless raiders one moment, flung into the freezing depths of Andra's bosom the next. Engrams Auge zuckt und er lässt ein Lächeln aufblitzen, das aufgrund der fehlenden Zähne besonders auffällig ist. Aye. Magran learns us poor bastards that a little excitement's good for the heart. Ah ja. Bezogen auf Pillars of Eternity 1.
Der letzte Magnet, der mit mir gereist war, ist ob der Prüfung seiner Göttin fast verrückt geworden. True. Die Jungs waren manchmal nicht so klar an der Birne. Selbst die Götter können mich nicht brechen, Ingrim. Ich hatte für heute genug Prüfungen. Ja, mein Schatz. Ja, ernsthaft, für heute hatte ich eigentlich genug. Can we go back on the ship now? Oh. Ja, theoretisch schon, aber das Schiff ist immer noch kaputt, Schatz. Vela wippt auf den Fersen von dir und beobachtet euch beide. Du bist noch besoffen, oder? Das richtet sich an Ingrim und nicht an Vela. Das wäre sehr schlimm, wenn die Fünfjährige besoffen wäre. Keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Sollst du nicht mit anpacken? Und, Vela, lass dich von Ingrim nicht so übel beeinflussen, während ich weg bin. Achso, und ich schau mal, ob ich noch jemand anderen finden kann. Wenn man die Kleine fragt, ob sie nicht mit anpacken sollte, dann hat man tatsächlich die Wahl, sie dann als Matrosin einzusetzen, aber A, sie ist nicht gut als Matrosin und B, ich fange doch hier nicht mit Kinderarbeit an, also dafür habe ich die Kleinen nicht adoptiert. Also, lass dich nicht von dem Kerl beeinflussen. Guck dir das mit dem Saufen nicht ab, Kleines. Und lern keine Schimpfwörter. Schimpfwörter sind böse, die sagen wir zu Hause nicht. That's unkind. You're the one decided to pluck this weein from the wilds of Eir Glanfith. Blame that stone steward of yours for bringing the furry maid along. Na, ist doch gut, dass sie dabei ist. Dann kümmert sich wenigstens jemand um sie. Das ist übrigens einer der wenigen Logiklücken, die ich jetzt nicht so eingängig finde, weil es hat am Anfang dein komplettes Schloss zerstört, also das, wo du selber gelebt hast und wo ja dann vermutlich auch die Vela gelebt hat. Und es gibt einfach keine Erklärung, warum die Kleine zu der Zeit, als Aethys auferstanden ist von unter der Burg, nicht zu Hause war und deswegen nicht mit den 322 Leuten aus meinen Ländereien und aus meinem Haushalt mit draufgegangen ist. Gut, es ist natürlich gut, dass sie am Leben ist, aber ich hätte eine Erklärung wie, keine Ahnung, wir wollten eh in den Urlaub fahren, deshalb war sie schon auf dem Schiff in Sicherheit oder so, hätte ich jetzt irgendwie logischer gefunden. Als, naja, das ist halt einfach so. Etwas anderes, was gar nicht erklärt wird, ist, warum man seinen Hauptcharakter und auch andere Companions, die man von damals kennt, bis hierher hochgelevelt, also mal bis was Stufe 16 hochgelevelt hat im ersten Teil und jetzt fangen alle wieder auf Level 1 an. Uncle Ingrim, you promised me ale. Du hast bitte was? Die ist noch viel zu jung dafür. Hast du noch 10, 15 Jahre, bis du das ausprobieren darfst, Kleines? Later, sweetie. Uncle Ingrim's thirsty too. Nein, nicht later. Das ist ein Kind. Ich krieg nichts zu saufen. Bin ich ja die einzig Verantwortungsbewusste. Er tippt sich geistesabwesend in der Nähe des Herzens auf die Brust, wobei der Klang von Metall unter der Jacke des Priesters zu hören ist. Wenn du meinem Kind Alkohol gibst, stecke ich dich mit dem Kopf voran in den Sand. Oh, die Kleine ist so süß. Be careful. Ja, da läuft ein Wildschwein rum. Da sollte man schon vorsichtig sein. Genau, da ist der Ausgang von der Karte. Da gehen wir jetzt natürlich nicht hin. Wir wollen jetzt den Rest noch erkunden.
Ja, ey, der, du kennst das Spiel. Wenn es irgendwo gefährlich ist, darfst du nach vorne gehen und die Giga pullen. Such das Wildschwein. Yes? Sui! Sui! Bitte, ja. So ist es verprügeln, nicht Freundschaft mit ihm schließen. Und auch nicht dran vorbeihauen. Absolutely. I'll boil up some water. We'll have a spy at that leg of yours. Should have seen me with that barrel, Angrim. I showed it who's boss. Magrin gives some of us simpler trials than others. I showed it who's boss. Wer hat dich unter diesem blöden Fass rausgeholt und dir eine Schiene zusammengeschrubbelt? Das war's nicht, du Mäuschen. There must be other survivors out there. Good news, Captain. I found some supplies must have washed ashore. Even better. I've located some spirits. The mundane kind, I mean. Nothing that requires your talents, Watcher. Mhm. Er verdreht die Augen, zwinkert vor Entzückung. Hast du noch irgendeinen Überlebenden gesehen? Was sollen wir deiner Meinung nach jetzt machen? Weißt du irgendwas etwas über die Insel? Hast du noch andere Überlebende gesehen? One up north, near the cave. Could have been that stuffy goat Beodul. I cried out, but the storm was too loud. Weißt du irgendwas über die Insel? Keth live here. I care that much. Means we're a sight better off than we could be. Of course. It's surely pirate territory. They have a number of bolt holes out this way. I'd nay be surprised if that cave up north is one of them. Could be they lie in wait for us even as we speak. Sein ahnungsvoller Ton wird von einem Funkeln in seinen Augen konterkariert. Ja, das klang mir irgendwie gerade auch so, als würde sich eigentlich eher darauf freuen, wenn hier irgendwelche Piraten auf uns lauern. Ja, und was schlägst du vor, was wir zu machen? Quit standing here, for one. Worth having a spy about this place. It may be there's more of us who've survived Magrin's trial. There is a cave to the north. Could be some of our fellows sought shelter there. If all you find is cold corpses, we can say a prayer for their departed souls and liberate them of their mortal possessions. Was heißt eigentlich die ganze Zeit Magrins Prüfung? Ich meine, wenn es ein Sturm auf See war, ist das eigentlich immer noch Ondors Gebiet. Hey, fancy seeing you here. Stimme des Geistes war aber und klingt wie aus weiter Ferne. Und trotzdem grinst er dich fröhlich an. I can't see much of anything really, apart from you. Just endless gray. What happened? Du hast es nicht geschafft, du Idiot, du bist tot. Klappert dir einfach zum Licht oder so. Sehr einfühlsam. Ich fürchte, du hast es nicht geschafft. Das Schiff ist im Sturm auf Grund gelaufen, du bist gestorben. Ich fürchte, du hast das nicht überlebt. It's weird. I thought death would be different. Big light and so on. But I don't see anything at all. Just you. Pech gehabt, ich gehe da mal, genau. Aus dein eigenes Pech, wenn du nur mich siehst. Es erinnert mich gerade sehr an den Playthrough von meinem
Mann in Baldur's Gate, der hat auch einen von den Companions einfach so am Strand stehen lassen, so mit, oh ja, ist halt dein Pech, wenn es dir jetzt nicht gut geht und wenn du nicht alleine klarkommst. Ich nehme mich dir nicht an. Tschüss! Für was mache ich natürlich nicht. Ich bin ja gutherzig. Mein Mann meistens auch. Nicht immer, meistens. Barrett hat mich damit beauftragt, Seelen ins Jenseits zu bringen. Also bin ich jetzt wohl für dich verantwortlich, vermute ich mal. Genau. Hol ich ins Körbchen auf ins Jenseits mit dir? Oh, suppose that sounds nice enough. I'll follow you then, shall I? Oh ja, mach doch. Frag's bloß nicht, bleib von mir. Wenn's unbedingt sein muss. Ah ja, dann auf, ob. Der Geist reiht sich fröhlich hinter dir ein. Okay. You're stuck with that. Ja, ich glaube auch, das werde ich nicht mehr los. Hey, watch out. Hey, sure. Stand together. Oh, come on. Yeah. Ah ja, das Schwein, das hat kein Fleisch dabei. Certainly. Watcher, over here. Ja, ich komm schon. It is good to see you well, Watcher. I believe the boars were hoping for easy meat. Oh, es ist ja auch schön, dich gesund und munter zu sehen. Tito Peck grüßt dich mit einem erleichterten Nick und überprüft die Pistole an seiner Hüfte. The bosun, Beadle, is in that cave over there. Ran in after a boar. Stubborn old dwarf. Und was machst du hier draußen? I was able to calm one of the boars with a spell. For a time at least. By the time I was through, I had lost sight of Beadle. I remained here, hoping he would return quickly. He has not. Was ist sonst so passiert? After we made landfall, you mean? I woke and Beadle was close by. Swearing fit to bring Andra's wrath upon us a second time. We began to search for supplies. I came over this way in hopes of gathering some of that blood moss over there. I thought it might be of use. I imagine the boars had the same idea. Dann werde ich mal nach Beodol suchen gehen. I will make for the campfire. I must get this pistol cleaned if it's going to be of any use. Be careful in there, Captain. Ja, mach ich. Of course. Nothing for miles. Na dann gehen wir mal in die Höhle und machen unseren allerersten Dungeon Crawl in dem Spiel.